Büchern davor. Da ging es ja noch um die Fragen von Migration, die sogenannte Flüchtlingskrise und vom Verlust der Freiheit natürlich auch noch um die Klimakrise und jetzt eben neuerdings um die Corona-Krise. Und man kann in allen großen Narrativen, die Krisen der Neuzeit beschreiben, eigentlich immer dasselbe Phänomen feststellen, dass wirklich ehrbare Wissenschaftler, die wirklich, ob das jetzt bei der Migrationsbewegung Gunnar Heinsohn ist oder verschiedene andere Leute, die eigentlich hoch dekorierte Wissenschaftler waren, die aber dem allgemeinen Narrativ widersprechen und den Finger heben und sagen, habt ihr mal eine Zielkonfliktanalyse vorgenommen? Habt ihr mal das Ding zu Ende gedacht? Was passiert? Was bedeutet wirklich, wenn man das so laufen lässt? Was bedeutet wirklich eine Energiewende mit der Abschaltung der großen Schwungmassen, die wir im Netz haben und die wir auch brauchen über die konventionellen Kraftwerke? Und was bedeutet wirklich ein Lockdown? Was bedeutet wirklich eine Massenimpfung? Das ist eine Reihe von Zielkonflikten. Und die Wissenschaftler, die seriös auf diese Zielkonflikte hinweisen, die noch nicht mal das Narrativ in Frage stellen, die nur sagen, denkt es bitte mal zu Ende und denkt das mal ein bisschen weiter und weniger Ideologie, weniger Haltung, sondern ein bisschen mehr Wissenschaft. Das sind ausgerechnet die unheimlich schnell diffamiert werden, die schnell von der Bildfläche verschwinden, die nicht mehr zitiert werden, die plötzlich Schwurbler sind und die einfach mundtot gemacht werden. Und das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch alle großen Krisennarrative. Seit wann beobachten Sie ja, ich will es gar nicht, dieses Phänomen oder diese Entwicklung vielmehr? Die Frage ist, wie lange es das wirklich schon gibt? Wahrscheinlich schon sehr lange. Aber beobachten, bei mir ist der Groschen sozusagen 2015 gefallen im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise. Also da ist mir das erste Mal richtig aufgefallen. Und dann, man braucht eigentlich nur als mündiger Bürger ein bisschen mit gesundem Menschenverstand ein bisschen sich einlesen in diese großen Narrative. Und es fallen einem eigentlich sofort die Widersprüche auf. Und die werden eben ideologisch überschrieben. Es gibt eben wirklich eine politische Korrektheit, wie man heutzutage an die Probleme rangeht. Das ist ja sozusagen mein großes Thema in Bezug auf die Reife, mit der man diese Themen bearbeitet. Und das ist eben oftmals sehr, sehr, sehr naiv und unausgereift. Und deswegen habe ich in den Wiedergutmachern ja auch meine Hauptthese ausgearbeitet, die letztlich darauf hinausläuft, dass diese Gesellschaft auf besondere Weise nicht erwachsen geworden ist. Dafür, sondern wir haben noch ein paar andere Minister am Start, wo man ja sich fast schon fragt, ob das eine Verhöhnung sein soll, dass solche Ehrenämter mit solchen Figuren besetzt werden. Und das ist symptomatisch, glaube ich, für den Zustand der Gesellschaft, aber natürlich auch für den Zustand des Staates, dass also vollkommen unqualifizierte Leute in höchsten Führungspositionen sitzen und Entscheidungsträger sind über komplexeste Inhalte, die sie überhaupt nicht überblicken, ob das die Energiewende ist, ob das Migrationsfragen sind, ob das Corona ist. Das sind wahnsinnig komplexe Themen, die ungeheure Zielkonflikte in sich tragen, wo es überhaupt keine einfachen Lösungen gibt. Und da jemand mit so wenig Fachwissen und gleichzeitig ausgewiesenermaßen mindestens mit einem neurotischen Charakter, den jeder sehen kann, der ein bisschen Menschenkenntnis hat, da muss man nicht Psychologie studiert haben, um zu sehen, dass es höchst neurotische Charaktere sind, dann aber an die Spitze zu setzen als Entscheidungsträger, das hat was Zynisches. Also wo man wirklich sagt, entweder ist es symptomatisch für den Zustand dieses Landes oder es hat schon fast was Zynisches, wenn man unterstellt, dass dahinter eine Agenda und eine Strategie ist, die etwas verfolgt und so, dann grenzt es fast schon an Verhöhnung. Natürlich die Frage nach der Resilienz stellen, denn das ist ja alles, das ist ja das eigentlich Spannende. Das heißt, was ich vorhin sagte, wer nach 2 Jahren immer noch voll dieses Narrativ unterstützt, der hat ja einen bestimmten Prozess auch wirklich nachzureifen nicht genutzt. Es gibt so viele Steilvorlagen, die Sache zu hinterfragen, wirklich zu sagen, es ist ja von Anfang bis Ende sind die Narrative unglaublich wackelig, wenn man nur ein bisschen dran kratzt. Ob es
Das Narrativ ist der Corona-Toten mit der merkwürdigen, nicht definierbaren Zahl an und mit Corona gestorben. Oder ob es der PCR-Test ist mit hohen CT-Werten, wo man merkt, eigentlich waren die alle nicht wirklich krank. Und. Das heißt, also ich brauche eigentlich nur in jedem Narrativ minimal mich schlau machen. Das kostet 1, 2 Stunden. Und dann kann man die ganze Geschichte so, wie sie uns verkauft wurde, eigentlich nicht mehr glauben. Wer das aber innerhalb von 2 Jahren immer noch nicht geschafft hat, da muss schon eine aktive Verweigerung da gewesen sein. Und die spannende Frage ist natürlich generell nach der Resilienz. Wer sozusagen fällt auf diese Massenpsychose rein? Offensichtlich tun es 20 Millionen Bürger in Deutschland nicht ohne weiteres. Oder vielleicht sogar noch viel mehr. Das ist, gibt ja Psychologen, die unterteilen das in 3 Teile. Die sagen, der eine Teil, das sind ungefähr 30%, die glauben das wirklich. Die sind auch nach 2 Jahren noch nicht aufgewacht. 40% sind mehr oder weniger Mitläufer, die sich nicht trauen, aus dem Konsens auszusteigen, weil sie einfach auch ganz persönliche Probleme bekommen würden und so. Und der Rest, der glaubt es definitiv nicht. Also der ist, aber 30% sind sozusagen im Tiefschlaf und haben dieses Ding wirklich inhaliert. Ja, das Thema Angst, das sehe ich auch, also und auch die gesamte mediale, das mediale Dauerfeuer, und es hat tatsächlich das schlechte oder große schlechte Anteile in den Menschen zutage gefördert. Ich erinnere mich an ein Interview mit Roland Bader, als er gesagt hat, wir werden neue Formen des Faschismus sehen. Sind Sie auch der Auffassung, dass das aktuell diese Debatte beziehungsweise die schlimmen Ungeimpften, ist das für Sie auch eine Form des Faschismus? Naja, zunächst mal ist es es stehen sämtliche Ampeln auf grün, eine totalitäre Gesellschaft zu entwickeln, wo der Staat eine ungeheure Macht bekommt. Und das ist ja genau das, was Sie auch beschreiben. Und wir brauchen nur noch einen letzten Schritt machen und den digitalen Euro einführen, dann ist der Zirkelschluss geschlossen. Da kommt man aus der Nummer, kommt man so schnell nicht mehr raus. Und was das bedeutet, dass die elementarsten Dinge über diesen geschlossenen Geldkreislauf nicht mehr frei entschieden werden können, das ist, glaube ich, jedem klar, der das mal nur ein bisschen minimal angedacht hat. Nämlich von Bewegungsprofilen, die angelegt werden, über Konsumprofile, die angelegt werden und. Und das ist ja jetzt wirklich keine Verschwörungstheorie, sondern da stehen wirklich alle Ampeln auf grün. Man will die digitalen Impfstatuserfassung haben und man will den digitalen Euro haben. Das ist jetzt nichts irgendwie, was man behauptet, sondern das kann man von Ursula von der Leyen hören. Also jeder kann da einmal in Ursula von der Leyen zuhören, dann ist klar, dass das auf der Agenda steht. Das heißt, diese Strukturen, die Gesellschaft zu digitalisieren und genau eben keine freien Marktstrukturen zuzulassen und von oben alles zu steuern, das ist eingestielt. Und der Punkt, an dem man das faschistisch nennen kann, ist sozusagen dass man das faschistoide Programm ist ja eigentlich, kommt dann erst zum Tragen, wenn Leute dieses nicht mitmachen und sozusagen als Schuldige gebrandmarkt werden und dass dieses Schuldableitungsmotiv, was wir jetzt hatten über die Ungeimpften, der narzisstischen Masse als Ventil dient. Also wo man wirklich sagt, man hat ein maximales Narrativ, das für alle gelten muss und die Abweichler dürfen bestraft werden und sind Sündenböcke. Da kommt dann tatsächlich das faschistoide Narrativ hoch. Und das haben wir zweifelsohne jetzt schon gesehen. Also die Geschichten, die jetzt gelaufen sind oder die immer noch laufen, in dieser Schuldableitung, die halte ich für hochgefährlich und hochbedenklich. Und wenn man das kombiniert mit dem absoluten Kontrollstaat und der Ableitung gegen Abweichler, dann haben wir eine Gesellschaft, in der wir wirklich nicht mehr leben wollen. Und nicht umsonst, in meinem Bekanntenkreis zumindest gibt es unheimlich viele Leute, die ernsthaft über Auswandern nachdenken und die wirklich, gerade weil Deutschland dieses Ding, weil es in Deutschland droht, dass dieses Ding mal wieder besonders radikal durchgezogen wird, gibt es ganz viele, die jetzt schon sagen, das Ding,
wird nicht gut. Das wird die nächsten Jahre nicht gut. Selbst wenn das Corona-Thema abmoderiert wird, gibt es so viele andere Dinge, die in der Pipeline sind und die im Grunde genommen durchgezogen werden sollen. Das kann nicht mehr gut werden in den nächsten 10 Jahren. Und deswegen gucken ganz viele, wo kann man hin? Südamerika etc. Also ich erinnere nochmal an den Titel, der unser Gespräch hat, also Künstler im politischen Diskurs, ist ja die Frage, wie macht man es am besten? Wie erreicht man Leute? Wie kann man gegen die Angst vorgehen? Das ist ja auch eine Riesendebatte, dass die Künstler im Grunde genommen jetzt alle unter Corona total verunsichert sind. Die allein, wie lange es gedauert hat, dass es über ein Jahr gedauert hat, bis es so eine Aktion gegeben hat, wie ja, von den Schauspielern. War ganz, ganz wenig, was da überhaupt gekommen ist. Genau. Ich meine, wenn man deine Analyse des Kunstmarkts zugrunde legt, dann ist es natürlich nicht, sagen wir mal, verwunderlich, weil diejenigen, die sozusagen im System integriert sind, die haben was zu verlieren, die werden sich wenig äußern und die anderen, die nichts zu verlieren haben, so wie ich oder du, wir sind die Einzigen, die dann was sagen und dasselbe gilt ja auch in den anderen Sparten, in der Musik oder in der Schauspielerei, da ist ja das genauso praktisch. Super gesehen. Also genau das ist das Problem. Das heißt, entweder du verdienst einigermaßen als Künstler. Ja. Das bedeutet eigentlich automatisch, dass du den Diskursraum nicht verlassen hast, dass du ihn eigentlich die ganze Zeit schon bedient hast. Sonst würdest du nicht engagiert, sonst würdest du nicht gedruckt, du würdest nicht in den Galerien hängen, du würdest im Grunde eben nicht vorkommen. Das heißt, da hast du was zu verlieren. Da kannst du jetzt bei diesem Spannungsbogen, den wir jetzt unter Corona haben, nicht riskieren, den Finger zu heben, zu sagen, Leute, ich sehe die Sache hier irgendwie ein bisschen anders. Oder also du kannst sowieso prekärer Künstler. Du bist damit komplett ins Aus zu geraten, schlimmstens diffamiert zu werden und tatsächlich eine ökonomische Basis zu verlieren. So ist es. Und das passiert ja auch. Also die Künstler, die tatsächlich, nicht umsonst hat ja die Aktion Alles dicht machen gezeigt, wie das auch viele teilnehmende Schauspieler die Wucht unterschätzt haben, was da auf sie zukommt. Ich habe in meinem aktuellen Buch jetzt gerade, also das vom Verlust der Freiheit, was hier im Hintergrund steht, habe ich ein Kapitel über Cancel Culture, also wo ich nochmal beschreibe, weil ich diesen, ich hab, war Erstunterzeichner dieses Aufrufs gegen Cancel Culture von Gunnar Kaiser und Miloš Matušek. Das haben einige Künstler und Intellektuelle unterschrieben. Da war ich auch Erstunterzeichner. Und diesen Vorgang habe ich nochmal in meinem Buch. Was nämlich im Grunde mit Künstlern passiert, die sichtbar sind, also bei relativ unbekannten, jetzt nichts gegen dich, aber relativ unbekannte Künstler haben sozusagen da nicht so viel zu befürchten. Aber in dem Moment, wo du wirklich eine gewisse Sichtbarkeit hast und du widersprichst diesem Narrativ und sagst, das kaufe ich jetzt nicht, ich sehe das so und so, wirst du so mit Dreck beworfen und verlierst wirklich, du kannst dann nicht mehr beim Tatort mitmachen und du kannst dieses und jenes nicht mehr. Das hat richtige krasse Folgen. Ja, ganz krass. Und diese das sollte uns schon mehr zu denken geben, in welcher Form von Gesellschaft wir leben. Also eine sogenannte Pseudodemokratie, das hat mit echter Demokratie im Sinne von öffentlichem Diskurs, von der Zulässigkeit unterschiedlicher Ansichten und Meinungen und hat nichts zu tun aus meiner Sicht. Das hat sich komplett verengt. Aus meiner Sicht ist das reine Gedankenkontrolle, so im Schillerschen Sinne, geben Sie Gedankenfreiheit. Ja, also das ist aktueller denn je. Also da hat sich nichts geändert aus meiner Sicht. Das ist ganz im Gegenteil. Wir leben an einem kulturellen Tiefpunkt aus meiner Sicht. Und das ist ja der Grund, warum diese Aktion jetzt auch startet. Denn es gibt wirklich zwei Bereiche, die eigentlich drei, die sozusagen unbedingt zu einer freien demokratischen Gesellschaft dazugehören. Das ist freie Kunst. Deswegen ist freie Kunst ja so vom Grundgesetz speziell geschützt. Das ist freie Wissenschaft, ebenfalls vom Grundgesetz speziell geschützt. Und das ist die freie Meinungsäußerung, sprich freie Medien, ebenfalls vom Grundgesetz ganz besonders geschützt. Das heißt also, die Gründerväter oder die Verfasser des Grundgesetzes wissen, dass freie Gesellschaften nur funktionieren, wenn Kunst, Wissenschaft und Medien absolut frei sind. Ja, ich unterstütze das, absolut frei sind. Und
genau in diesen drei Bereichen haben wir eine Zensur, wo man früher mit dem Finger auf andere Länder gezeigt hätte und gesagt hätte, mein Gott, guck dir das und das Ostblockland an oder guck dir China an und so weiter, hätte, war man entsetzt über diese Form von Zensur, die wir jetzt aber haben. Also die wir jetzt haben, die tatsächlich zu unserem Alltag gehört. Also ich glaube, darüber haben ja schon ganz viele schlaue Leute geschrieben und sich Gedanken gemacht, warum sind Menschen so? Und ich glaube, dass das, was einem als erstes einfällt, ist natürlich dieser zwangsneurotische Aspekt. Also wirklich Angst vor Viren, irrational, Waschzwang, also à la Monk, ja. Also im Sinne von, da hat einer eine Zwangsneurose entwickelt, die wurde ihm gesellschaftlich anerzogen. Und der hatte aber schon vom Psychogramm her zwangsneurotische Anteile, die er jetzt komplett auslebt. Also wo sozusagen. Du meinst mit Monk den Fernsehdetektiv, der so neurotisch ist? Den Fernsehdetektiv, der einen Waschzwang hat und okay. Angst vor Keimen hat und permanent Tücher dabei hat und sich immer die Finger desinfizieren muss. Also ein Zwangsneurotiker im Grunde genommen, der einen Waschzwang entwickelt hat. Da müssten ja unheimlich viele, also es müsste, wenn das die einzige These wäre, warum die Menschen so sind, dass sie alleine im Wald eine Maske tragen, dann müsste man davon ausgehen, dass die Gesellschaft einen erschreckend hohen Anteil von Zwangsneurotikern hat. Kann ja sein. Mhm. Es gibt aber einen anderen Aspekt, den ich eigentlich interessanter finde, den die Psychoanalytikerin Janet Fischer auch behandelt, die im Grunde genommen sagt, dass wir so ein bisschen mit dem Narrativ, dass wir immer nur über Angst reden, auch an dem tiefen psychologischen Aspekt vorbeisprechen. Also wir sagen ja immer, die Menschen haben Angst. Man hat eben jetzt 2 Jahre Fear-Mongering hinter sich und die Leute sind total verunsichert und glauben wirklich, sie müssen sich schützen und die Maske tragen und sich die Hände desinfizieren und impfen und so. Also Angst ist das Hauptmotiv. Und Janet Fischer sagt, was ich auch in meinen Büchern schon angedeutet habe, dass das nur die halbe Wahrheit ist. Es ist so, dass diesem Narrativ zu folgen eigentlich eine Hochzeit für narzisstische Persönlichkeitsstörungen ist. Es ist nämlich so, dass es eigentlich ein geradezu größenwahnsinniges Projekt ist. Also es gibt einen übergroßen Feind. Der Menschheit wurde sozusagen der Krieg erklärt. Deswegen auch immer das militärische Wording in dem Abwehrkampf. Es wird ja auch offen gesagt, wir sind im Krieg gegen das Virus. Und der Feind könnte nicht größer sein, die Opfergruppe könnte nicht größer sein. Und ein gemeinsamer Feind bedeutet immer das Evozieren großer Gemeinschaftsgefühle. Man kann zusammenstehen und kann gemeinsam diesen Feind bekämpfen. Und wenn man sich das heroische und mit von Pathos triefende Wording anhört, wenn über Pandemiemaßnahmen gesprochen wird, dann ist vollkommen klar, dass man genau auf diese Taste drückt. Also es gibt die große Gemeinschaft der Vernünftigen, die zusammensteht, die den großen Feind die Stirn bietet. Und diese Identifikation mit dieser Gruppe macht das Ego ein Stück weit größer. Das ist Labsal für narzisstische Persönlichkeiten. Und es gibt natürlich das Hauptkennzeichen, zu dieser Gruppe zu gehören, als Symbol ist natürlich die Maske. Das heißt also, diese Maske wird zum Fetisch, indem man optisch signalisiert, ich habe diesen Krieg aufgenommen, ich gehöre zur Gemeinschaft der Guten, die zusammenstehen und diesen Krieg aufnehmen. Genauso wie die Maske funktioniert, funktionieren ja auch die Impfbutton, dass man sich einen freiwilligen Button anhefte, wo Pfizer draufsteht und so weiter. Das heißt, diese Insignien, dass man zur Truppe gehört, die diesen Krieg aufgenommen hat, da spielen die Masken eine ganz große Rolle. Abgesehen natürlich von diesen neurotischen Sekundäreffekten. Es gibt natürlich unheimlich viele Menschen, die sich gerne verstecken, die gerne Masken tragen. Das ist wieder mehr der Aspekt, auf den Hans-Joachim Marz hingewiesen hat, dass es einfach neurotische Charaktere gibt, die sich unheimlich wohlfühlen unter der Maske und die auch gar nicht ablegen wollen. Das sind aber alles so, also diese zwangsneurotischen Aspekte und diese Selbstschutzaspekte, dass man sich am liebsten verstecken will, sind, glaube ich, nur Teilerklärung. Ich glaube, es geht um die Identifikation mit einem Narrativ,
dass zumindest, das kippt gerade, aber dass zumindest für 2 Jahre für einen Großteil der Bevölkerung sich heroisch angefühlt hat. Wir sind die Guten. Ja. Das kommt ein bisschen in die Richtung von deinem Buch Die Wiedergutmacher, dass also dieses transgenerationale Trauma, was gerade in Deutschland die Kinder- und Enkelgeneration des Zweiten Weltkriegs so mit sich rumschleppt, dass das jetzt hier auf ganz fruchtbaren Boden gestoßen ist. Wir haben es bei der Flüchtlingskrise gesehen. Du hast auch in deinem Buch dann bei der Energiewende davon gesprochen, dass wir müssen immer das Maß übererfüllen. Und jetzt bei Corona, jetzt können wir der Welt zeigen, dass wir die Guten sind und diese Massenprojektion, die wir da schon haben, das können wir eigentlich im täglichen Leben um uns herum sehen. Ja. Und so ist es tatsächlich. Also es ist jetzt wirklich in einer der letzten Fassungen habe ich noch eine Studie nachgetragen aus Oxford. Die haben systematisch untersucht, welche Länder, die haben das in 26 Kategorien aufgeteilt, wie man mit der Corona-Krise umgegangen ist im Sinne von Lockdown, Schulschließung, Masken tragen, Maskenpflicht und so weiter. Also es sind 26 Kategorien und danach wurden Punkte vergeben. Und wer ist der Weltmeister der Maßnahmen? Du darfst mal raten, wer ist an Platz 1? Wer hat die rigorosesten Maßnahmen in der ganzen Welt verhängt? Wir sind Weltmeister. So ist es. Mhm. Das heißt also, Deutschland ist wirklich, ich glaube, vor Österreich. Kanada, ich weiß nicht mehr genau, wer der zweite ist, Österreich aber mit einem großen Abstand. Also wir haben, glaube ich, 83% der Oxford-Punkte erreicht und danach kommt erst der zweite mit 74%. Das heißt, Deutschland hat, genau wie du sagst, ob das jetzt Energiewende ist, Klimaretten, Migration, Deutschland muss immer ein bisschen mehr machen als die anderen. Stimme erheben. Und deswegen bin ich heute im Gespräch mit Raimund Unger, der es sich gerne selber vorstellt. Sage ich jetzt erstmal nichts dazu. Er vertritt sozusagen die Seite der Wissenschaft, ist aber, das möchte ich noch anmerken, in einer Doppelrolle, denn er ist selber auch bildender Künstler. Und deswegen ist es auch ein Gespräch unter Berufskollegen. Ja, vielen Dank, lieber Tillmann, für die Einleitung. Stimmt, ja. Ich bin bildender Künstler in Berlin. Vielleicht sage ich mal ein bisschen mehr zu mir als bildender Künstler, weil in den letzten Jahren werde ich ja nur noch als politischer Autor wahrgenommen. Ja. Ich bin tatsächlich professioneller bildender Künstler, habe ein Atelier hier in Berlin, habe 2011 einen internationalen Kunstpreis gewonnen, den Lukas-Cranach-Kunstpreis für Malerei, habe seitdem auch ein paar Sammler, die mich schätzen und kaufen, weil ich so eine spezielle Maltechnik habe. Ich arbeite nur mit dem Spachtel. Und ich war hier in Berlin jahrelang Chefjuror des größten Berufsverbandes und habe eine Kommission geleitet, die entscheidet, welche Künstler, die nicht akademischen Ursprungs sind, in den Berufsverband hier in Berlin aufgenommen werden. In den letzten Jahren habe ich mich aber immer mehr zum politischen Autor entwickelt. Das heißt aber nicht, dass ich nicht nach wie vor im Atelier stehe und Bilder male. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich mich auch. Ich möchte das Gespräch eröffnen mit einem Zitat aus deinem Buch. Das ist ein Buch, das du schon im Jahr 2013 veröffentlicht hast, soweit ich weiß. Mhm. Das heißt Die Heldenreise des Künstlers. Da geht es sozusagen über die Reise des Künstlers zu sich selbst und seiner Verortung in der Gesellschaft oder auch seiner Funktion in der Gesellschaft. Und das finde ich einen ganz guten, schönen Einstieg für unser Gespräch, weil es sozusagen mal den Bezugsrahmen eröffnet, über den wir uns denn hier unterhalten. Und ich möchte das gern zitieren und du kannst dann ja entsprechend dazu noch ausführen. Mhm. Also der Satz, der mir hier in Erinnerung geblieben ist, da heißt, der Schlüssel zu sozialem Frieden ist die Entwicklung des Selbst. Und um sozialen Frieden geht es ja gerade im Moment in dieser Situation. Wir haben eine sehr, sehr angespannte Situation, die sich auch sehr schnell in eine sehr gewaltsame oder ungute Richtung entwickeln kann. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt. So. Und weiter in dem Zitat. Und dies geschieht durch den Prozess der Individuation. Und etwas später steht an ähnlicher Stelle in dem Buch, persönliche Individuation wird durch den Mechanismus der Authentizität kollektiviert.
Es ist das Fallenlassen der Maske, das Aufgeben der Persona, welches Menschen ansteckt und veranlasst, dasselbe zu tun. Und dieses Zitat fand ich eben sehr bemerkenswert, weil es auf eine, wie ich meine, sehr plausible Art und Weise erklärt, welche Rolle der Künstler in einer Gesellschaft spielt und warum diese Rolle eben auch so wichtig für das Kollektiv, also für die gesamte Gesellschaft ist.